Willkommen an euren Tablets und Computern. Im Laufe des Jahres nehmen wir viel Leid über die Bildschirme wahr. Es bleibt namenlos. Am Karfreitag bekommen alle Tränen, aller Schmerz ein Gesicht. In Gottes Angesicht, in seinem Kind. So hat es der Evangelist Johannes erkannt. Und ich grüße sie mit seinen Worten. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er den Menschen seinen einzigen Sohn geschenkt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, für immer lebt und nicht verloren geht. Willkommen hier in der Apostel-Paulus-Kirche. Wir, Superintendent Michael Radatz und ich, Pfarrerin Martina Steffen-Elisch, feiern mit euch diesen Gottesdienst. An der Orgel hören wir Thomas Noll. Von zu Hause spielt der israelische Klarinettist No Ben Shalom Nigunim. Das sind gesungene Gebete. Diesen Gottesdienst-Augenblick schenkt uns Matthias Kindler, der YouTube-Journalist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam singen, O Haupt voll Blut und Wunden. Hat mich begabt.
Ich bete mit den Worten des 22. Psalms. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hoffen auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Wir hören jetzt das Nigun, das ist ein gesungenes Gebet, Mismor le David, vom Rabbi Israel Taub von Mosditsch. Rabbi Israel Taub schrieb es in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Er sah die tägliche Not der Menschen. Er sah, dass sie ihre Häuser verloren. Und er wollte sie mit diesem Gebet zusammenbringen, dass sie wieder Selbstbewusstsein bekommen. So verband er mit diesem gesungenen Gebet das Menschenherz mit Gottes Herz. Selbstbewusstsein in der Krise fordert gesungene Gebete und Kreativität. Unser Klarinettist Nur Ben Shalom spielt aus seiner Wohnung in Schöneberg und der Bassist Yuval Atlas aus seiner Wohnung in Karlsruhe. So überspringen sie das Kontaktverbot. Hört nun das Nigun. Thank you.
Lasst uns unsere Fehler und Verfehlungen vor Gott bringen. Gott, wir spüren die Schuld. Auf den Bildschirmen sehen wir es, einsames Sterben, Schmerzen im Leiden, verlassen von Recht, der Tod inmitten der globalen Vernetzung. Verbunden mit den Generationen vor uns wissen wir, wie Wunden an Körpern und Seelen bis heute schmerzen. Wir erkennen, dass unser Handeln sich an dieser Schuld messen lassen muss. So bringen wir unsere Schuld und die derer, die vor uns waren, vor dich. Nimm sie in dein Herz und wandle uns von Grund auf, damit wir die weite Menschlichkeit des Juden Jesus in die Welt tragen. Amen. Amen. Wir hören das Gottesknechtlied aus Jesaja 52. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen. Er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzten, so entstellt sah er aus. Nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Hier ist es deutlich zu spüren und zu hören. Das Schicksal eines Menschen hat mit allen zu tun. Diese Erkenntnis zeigt die Bibel.
Wenn einer geschlagen wird, dann werden alle geschlagen. Wenn einer verachtet wird, dann werden alle verachtet. In der gegenwärtigen Krise spüren wir es deutlich, diese Verbindung. Die Trauer in einem anderen Land, die Angst tausende Kilometer entfernt. Wir spüren auch deutlich die Kreativität, die diese Distanzen überspringt, zu denen wir fähig sind angesichts von Tod und Leid. Die Musik macht unser Herz weit. Sie öffnet uns füreinander. Sie hilft zu einem Neuanfang im Leiden. Wir nennen diese Melodien Lebensmelodien. Jede Lebensmelodie hat eine eigene Geschichte. Diese, die ihr gleich hören werdet, hat die Geschichte von zwei Freunden. Samuel Lazarowitsch und Samuel Blass. Sie werden in Ungarn als Juden 1942 in den Arbeitsdienst gezwungen. Sie arbeiten nebeneinander, sie komponieren nebeneinander, singend. Samuel Blass wird ermordet. Samuel Lazarowitsch Familie auch. Er überlebt das Konzentrationslager Dachau. Er findet zu Hause die Noten. Sie liegen unter dem Gebetsschal und der Haggadah. Die Erzählung von der Befreiung aus Ägypten. Was hat er angesichts seiner eigenen Befreiung gedacht? Welche Verbindung hatte er gesehen? Welche Bedeutung hat die Lebensmelodie, die er gefunden hat, für sein weiteres Leben? Wir wissen, dass ihm die Melodie so kostbar war, dass er sie achtsam weitergab. Wir verdanken nur Ben Shalom, dass sie zum vergangenen Heiligen Abend Gottesdienst hier in dieser Kirche nach dem Krieg das erste Mal uraufgeführt wurde. Nach einer langen Zeit des Schweigens sprach das Schicksal eines Menschen für Hunderte in dieser Kirche. Samuel Blass und Samuel Lazarowitsch haben mit ihrer Melodie ein Kinderlied neu vertont. Es ist eine launige Zählgeschichte am Sederabend gesungen und heißt Chat Gadya, das Lied vom Lämmchen. Vers für Vers wird in dieser Zählgeschichte ein weiteres Tier zum Lämmchen gesellt. Das Lämmchen, das Kätzchen, das Hündchen und viele Tiere mehr. Wenn die Tiere versammelt sind, dann befreit sie Gott vom Todesengel. Ein erstes Chat Gadya haben wir allen zum Gruß vor zwei Tagen zu Gehör gebracht. Da haben wir allen Juden zu Pessach gratuliert. Heute nun ein zweites gesungenes Gebet von Samuel Blass und Samuel Lazarowitsch.
Wir hören Worte des Apostel Paulus aus dem 2. Korintherbrief. Was mich treibt, ist die Liebe, die ich durch Jesus empfange. Der neue Maßstab ist, weil einer für alle gestorben ist, kommt sein Tod allen zugute. Und wir alle sind tot für unsere früheren Verfilzungen und Lasten. Von jetzt ab hat sich unsere Beurteilung von Menschen grundlegend geändert. Der Maßstab ist nicht mehr das, was äußerlich Eindruck macht. Auch Jesus, den Messias, habe ich vielleicht einmal so beurteilt. Aber das ist Vergangenheit. Alle, die mit Christus verbunden sind, sind wie neu geschaffen. Durch Jesus hat Gott Versöhnung zwischen sich und der Welt gestiftet. Er hat den Menschen in der Welt ihre Schuld vergeben und mich beauftragt, die Versöhnungsbotschaft auszurichten. So stehe ich als Gesandter im Dienst Jesu, des Messias. Es ist, wie wenn Gott durch mich die Menschen dazu auffordert: Lasst euch mit mir versöhnen. Darum bitte ich euch anstelle Jesu Christi. Jesus war ohne Schuld, doch weil Gott alle unsere Schuld auf ihm abgeladen hat, wurden wir durch Jesus Christus von der Schuld freigesprochen und stehen daher so gerecht da, wie Gott es will. Der Apostel Paulus hat eine persönliche und geistliche Krise erlebt. Er denkt über diese Krise nach. Er fragt sich, was er aus dieser Krise gelernt hat. Wir sind auch in einer Krise und fragen uns, was lernen wir aus ihr jetzt hier? Unser Leben war völlig überdreht. Alles wurde immer schneller und aggressiver. Die Preise für Wohnraum immer höher. Der Abstand zueinander immer größer. Nun lernen wir, was es heißt, wenn weltweit alle Räder stillstehen. Das hatten wir so noch nie erfahren. Wir lernen innehalten. Wir lernen, einander als Nachbarn zu sehen. Unser Leben war ohne Lämmchen und Kätzchen und Hündchen nur auf uns Menschen konzentriert. Der Tod der Kreatur und der Natur, den nahmen wir nicht wahr. Auch jetzt denken wir bei der Ausbreitung des Virus nur an uns Menschen. Wir lernen vom Stillstand der Räder, was alles unter die Räder kommt. Das hatten wir nicht geahnt, dass in kurzer Zeit die Luft in unserer Stadt so fein sein könnte. Wir lernen, dass die Sonne, die wir in den Parks genießen, mehr ist als der mit dem Flieger erreichte Platz an der Sonne. Unser Leben wurde immer enger. Der öffentliche Raum, die Weite der Parks, der Vogelgesang auf den Friedhöfen, alles wurde immer mehr privaten Interessen untergeordnet. Wir lernen von unserer Sehnsucht nach Nähe, nach Weite, nach Gemeinschaft. Wir lernen, wie wichtig es ist, gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen. Wir lernen, wie viel gemeinsamen Raum wir brauchen. Unser Leben wurde unversöhnlich.
Wir sahen alles nur noch von außen, so wie Paulus es sagt. Aber der tiefere Maßstab, die Versöhnung zwischen uns Menschen, die Versöhnung zwischen uns Menschen und der Natur, den haben wir außer Acht gelassen. Und damit auch die Versöhnung zwischen uns Menschen und Gott. Zu Versöhnung gehören die tiefen Gedanken des Paulus und die lächelnde Musikalität der Weisheit. Eine solche Weisheitsgeschichte erzählt das dritte Nigun. Der Rabbi Levi Yitzchak von Berditschew hatte in einer tiefen Krise eine Idee. Er wollte die Not seiner Gemeinde lindern und ging mit ihr in den Wald. Dort machte er ein Feuer und betete dieses Nigun. Die Menschen sangen und tanzten dazu. Gott war von diesem innigen Gebet so berührt und vom Gesang und vom Tanz, dass er von Herzen die Not vertrieb und die Menschen wieder gut leben konnten. Generationen später kam wieder eine Notzeit und die Schüler des Rabbis erinnerten sich, was damals aus der Krise geholfen hat und was sie gelernt haben. Sie gingen in den Wald, sie fanden eine Feuerstelle, aber sie konnten das Feuer nicht entzünden. Immerhin sangen sie das Nigun an dieser Stelle. Gott hörte sie und ihr Gesang entfachte das Feuer in Gottes Herzen. Er nahm von ihnen die Not. Generationen später kam wieder eine Krise. Die Schüler gingen in ihrer Not in den Wald. Sie wussten weder, wie sie das Feuer entfachen sollten, noch das Nigun, aber der Ort war ihnen noch bekannt. Gott sah sie an dieser Stelle in ihrer Hilflosigkeit und er nahm das Böse von ihnen. Generationen später kam wieder eine Notzeit. Die Schüler sind verzweifelt. Sie kennen weder die Feuerstelle noch die Kunst, das Feuer zu entfachen, noch das gesungene Gebet. In ihrer Not falten sie die Hände und sagen: Gott, wir kennen nur die Geschichte. Und das hat Gott so berührt, dass er die Not von ihnen nahm. So ist es jetzt. Wir sitzen in unseren Wohnungen, wir spüren die Krise, wir kennen die Geschichten, aber wir brauchen jemanden, der in uns die Erkenntnis anzündet. In dieser Krisenzeit lernen wir von denen, die vor uns waren. Lebensmelodien verbinden die Schicksale aller Menschen. Sie weisen den Weg zu neuem Leben. Und Überlebensgeschichten tragen uns durch die Krise. Sie zeigen, dass wir Lebensschüler sind. Sie zeigen uns, dass wir nicht locker lassen sollen, in den Wald zu gehen und die Kunst zu suchen, das Feuer zu entfachen. Orte, an denen das Feuer der Liebe brennt. Hört das gesungene Gebet, ein Kaddisch, ein Totengebet des Rabbi Levi von Berditschew. Thank you.
Lasst uns gemeinsam beten. Treuer Gott, hab Dank, dass du uns hilfst, in die Welt Vertrauen und Versöhnung zu bringen. Wir bitten dich um offene Augen, Ohren und Herzen für alle, die leiden und verzweifelt sind. Zeige uns, was wir zu lernen haben. Schenke uns Erkenntnis und wandle uns von Grund auf. Mitleidender Gott, Menschen grenzen ab, hetzen und hassen. Hilf uns, das Schweigen zu brechen, Schutz zu schenken, das Recht zu schützen, damit Hass in Liebe verwandelt wird. Zeige uns, wie wir diese Liebe neu lernen können. Neuschöpfender Gott, deine Musik wollen wir neu lernen, damit wir täglich neu anfangen können. Verbinde uns mit den Lebensmelodien, die vor uns waren. Und wecke unsere Herzensmelodie um der Menschlichkeit willen, die du in deinem Kind gezeigt hast. Lasst uns mit den Worten beten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen jetzt das Lied aus dem evangelischen Gesangbuch Nummer 98, Korn, das in die Erde. Auch heute wollen wir für gute Zwecke sammeln. Die Kollekte ist bestimmt für die Trauer- und Hospizarbeit der Landeskirche. Wer möchte, kann das auf das eingeblendete Konto tun. Herzlichen Dank. Lasst uns um den Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.